heute meine aktuelle Haarroutine für euch. Dieses Video wurde ziemlich oft angefragt und hier ist es. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Da meine Haarroutine am Abend stattfindet, zeige ich euch gleich den Rest mit. Habe ich die Kinder ins Bett gebracht, gehe ich meistens ins Bad und nehme mir etwas Zeit. Dann kommen einfach erst irgendwie die Haare hoch und dann beginne ich mich abzuschminken. Hierfür benutze ich ein Kokosöl. Das ist eins, was ich auch in der Küche verwenden würde. Das ist zum Abschminken herrlich mild und macht super seinen Job. Abgeschminkt springe ich meistens unter die Dusche und hier geht es weiter mit der Gesichtsreinigung. Hier verwende ich den Reinigungsschaum von Logona, Minze Zaubernuss. Der säubert die Haut sehr gut, Make-up-Reste werden entfernt und die Haut optimal gesäubert. Jetzt wasche ich mir meine Haare. Ich wasche meine Haare 2 bis 3 Mal in der Woche, davon aber nur einmal mit Shampoo. Mein Shampoo trage ich meistens am Haaransatz auf, aber es läuft natürlich so ein bisschen runter. Ich versuche generell Shampoo in den Haarspitzen zu vermeiden, weil meine Haare einfach schnell austrocknen. Und wenn ich mir in der Woche jetzt nochmal die Haare wasche, dann spüle ich meine Haare nur mit Wasser durch und verwende kein Shampoo. Ob ich nach meiner Haarwäsche eine Haarspülung oder eine Haarkur mache, das entscheide ich immer je nach Haarzustand. Meistens wechsle ich das ein bisschen ab, um meine Haare nicht zu überpflegen. Momentan verwende ich diese Haarspülung hier. Diese massiere ich dann einfach in die Haarspitzen ein und ich versuche sie wirklich nur da zu verwenden. Dann kämme ich meine Haare ganz vorsichtig etwas durch, um die Haarspülung optimal zu verteilen. Mit dem Ausspülen warte ich meistens so 1 Minute und dann ist meine Haarwäsche auch schon erledigt. Nach der Dusche reinige ich meine Gesichtshaut noch etwas nach und ich habe hier ein 2-in-1 Produkt, was nochmal Reinigung und Gesichtswasser in einem ist. Das funktioniert bei mir ganz gut und lässt die Haut so ein bisschen zur Ruhe kommen. Jetzt ist Zeit für meine Nachtpflege. Diese massiere ich leicht in die Haut ein. Jetzt ist meine Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt und die Entspannung kann kommen. Ob ich meine Haut nach dem Duschen eincreme, mache ich immer vom Zustand abhängig. Meistens creme ich nicht den ganzen Körper ein, sondern creme nur die Stellen, die auch wirklich trocken sind oder rau sind. Meistens sind das bei mir die Schienbeine und die Ellenbogen. Sonst ist meine Haut eigentlich nach dem Duschen ganz gut und der Rest schafft es meistens selber, die Feuchtigkeit zu halten. Und momentan verwende ich eine Intensivfeuchtigkeitspflege für den Körper. Und momentan brauche ich da auch nicht mehr. Leave the worries. Ist die Nachtpflege gut eingezogen, trage ich eine Augenpflege auf. Ich trage sie leicht unter den Augen auf, aber auch um den Mund herum am Lippenrand. Dann nehme ich mir etwas Zeit, die Augenpflege gut einzuklopfen in die Haut. Denn unter den Augen und auch auf den Lippen brauche ich gerade im Winter eine gute Pflege. Meine Haare sind unter dem Handtuch jetzt schon etwas trockener geworden. Ich schüttel meine Haare gut durch und gehe dann nochmal mit den Fingerspitzen durch die Haare. Damit mich meine Haare den Rest des Abends nicht nerven, nehme ich meistens ein Haarband ins Haar. Und das war es am Abend auch mit meiner Haarroutine. Mehr mache ich gar nicht. Meine Haare lasse ich immer lufttrocknen und gehe dann einfach später ins Bett. Und am nächsten Morgen sieht das dann so aus oder so aus oder auch so aus. Jetzt wisst ihr so ungefähr, wie meine aktuelle Haarroutine so ausschaut. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt mir gerne einen Daumen hoch. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann macht das doch einfach kostenfrei. Und wer noch weiter gucken möchte, der kann das gerne tun. Ich habe euch hier an der Seite nochmal 2 andere Videos verlinkt. Mehr Infos zum Kanal und mehr Videos zum Weiterklicken findest du wie immer in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt ein ganz tolles Wochenende. Macht es euch gemütlich und habt eine tolle Zeit. Das nächste Video kommt hier am Montag ab 13.30 Uhr. Klickt euch rein, ich freue mich auf euch. Happy Weekend, bis bald und tschüss.